Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge The Witcher. Beim letzten Mal haben wir mit dem guten Geralt ein Dorf gefunden, wo wir uns eigentlich mit einem Spion hätten treffen sollen. Und der war leider schon von uns gegangen. Da war die wilde Jagd früher da als wir. Wir haben allerdings ein paar Infos gefunden, wo sich die gute Ciri aufhalten könnte. Und seitdem wir das wissen, spielen wir jetzt auch schon mit Ciri. Die hat eine witzige Art zu kämpfen, an die ich mich erst noch gewöhnen muss. Plus Wölfe sind ja auch meine Lieblingsgegner. Cool, da ist noch einer übrig, hallo. Jetzt aber. Ich denke, das Looten können wir uns an der Stelle vermutlich größtenteils sparen. Du kannst jetzt rauskommen. Mann, hast du Mut! Das könnte nicht mal mein Vater! Meiner könnte noch viel mehr. Komm! Wunderbar. Achso, ich soll vorgehen. Nein. Du läufst nur, wenn ich laufe. Alles klar. Schau mal! Da ist etwas! Bleib hier! Geh nicht weiter! Aber... Nichts aber! Bleib hier! Ich muss mir was ansehen. Fangen wir oben an. Blut unterlaufen, aber noch feucht. Noch nicht lange tot. Lippen geöffnet, geschwollen. Zunge zerbissen. Große Schmerzen vor dem Tod. Oh, Brust zerschmettert. Lunge wohl von den Rippen durchbohrt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass jemand unter den Umständen einen schmerzhaften Tod hatte. Das Bein abgerissen? Nein, abgebissen. Oh, das ist furchtbar. Bleib da und sieh weg. Was ist das? Kein Mark mehr. Interessant. Es geht zuzelt. Mal sehen. Oh, die Leber ist weg. Warum wühlst du in seinem Bauch? Würdest du mal nach deinen Schnürsenkeln sehen? Den Wolfskönig gibt es wohl wirklich. Aber er ist ein Werwolf. Was ist mit ihm passiert? Er hatte einen Unfall. Bist du ein listiges Kind? Ja. Das war der Wolfskönig. Seit wann sind Kinder so schlau? Und was, wenn der Wolfskönig uns findet? Gute Frage. Ich habe kein Silber... Aber kann Klingenöl machen. Öl? So wie wir es aus Rapsamen machen? Nein, ein viel spezielleres Öl. Aus Hundeteig? Wolfsbahn? Hundspetersilie und Wolfsleber. Wird dem Wolfskönig schlimme Schmerzen bereiten. Wie der Zufall so will, haben wir alles zur Hand. Woher weißt du so etwas? Von deinem Vater? Nein, von meinem Onkel. Onkel Wesemir. Können wir denn mit ihr craften? Nein. Na gut. Noch mehr Hunde. Hilfe! Versteck dich, rasch! Ah!
hast mich aber ganz schön zusammengelumpen. Sie sind weg. Du kannst rauskommen. Wie hast du aber zugerichtet? Schicken Eltern ihre Kinder oft den Süßigkeiten hinterher? Manchmal die Kinder. Tot. Aber ein Schwein hier? Dann muss es in der Nähe eine Siedlung geben. Voran. Mit einem super Plan. Bisschen finster hier. Hast du Angst? Und du? Nein. Was? Der Wolfskönig. Glaubst du mir jetzt? Ja, ja. Oder minder. Versteck dich. Steck dich, sagt sie, und da hinten tanzt sie rum, wie die Bescheuerte. Flinkes Stück. So, das war das. Der ging gut. Na, dem hast du es aber gegeben? Sowas habe ich noch nie gesehen. Gretka, du kannst rauskommen. Na komm. Dein Glück, dass wir hier entlang gekommen sind. Im Wald hatte jemand weniger Glück. Das muss Jahren sein. Wir kamen aus Mittelhain, als das Vieh angriff. Ich konnte fliehen, aber Jahren. Die Kleine. Keine Details. Sie hat schon genug gesehen. Habt ihr Verbandszeug zu Hause? Und Branntwein? Leider habe ich ein, zwei Hiebe abgekriegt. Nein, Fräulein, doch mein Herr ist ein mächtiger Mann. Der hilft dir bestimmt. Vielleicht belohnt er dich sogar für deine Tat. Na schön. Bring uns zu deinem Herrn. Den hast du denn da angeschleppt, Mann? Das ist nicht meine Tochter. Die Kleine auch nicht? Nein, verdammt. Ich kenn doch mein Kind. Die Große mag nicht deine sein, doch die Ähnlichkeit ist verblüffend. Also, was ist mit der Belohnung? Du wirst nicht einen beschissenen Kopper sehen. Verschwinde, sonst werde ich die Hunde loslassen. Auch irgendwie frech, das falsche Kind zu bringen und da die Hand aufzuhalten. Na, schmeckt der Eintopf? Sehr gut, danke. Lange nichts gegessen. Offensichtlich. Schön, dass es dir schmeckt. Dann wartet ein Bad nach dem Essen. Und etwas Schlaf wäre auch nicht schlecht. Gretka kann im Winkel hinterm Herd schlafen. Und du im Gästezimmer gegenüber der Küche. Danke, ich... Iss jetzt. Wir reden, wenn du ausgeruht bist. Ich befahl den Männern, sie zu bewachen und ließ sie schlafen. Und? Das erzähle ich dir ein andermal.
Das kleine Mädchen, das mit Ciri herkam. Was ist mit ihr passiert? Gretka? Die ist wohlauf. Sie hilft in der Küche. Ciri hat mir von den Eltern und ihrer Entscheidung erzählt. Ich werde die Kleine nicht nach Hause schicken. Hier hat sie was zu essen und eine eigene warme Ecke. Es fehlt ihr an nichts. Und was ist mit Ciri? Hab ich dir schon gesagt. Darüber reden wir ein andermal. Ich muss sie finden, verstehst du? Ich brauche jede noch so kleine Information. Verstehe. Aber du musst wissen, meine Frau und meine Tochter sind auch verschollen. Hier ist mein Vorschlag. Finde meine Lieben und ich erzähle dir alles, was ich über dein Mädchen weiß. Yay, endlich wieder umsonst arbeiten. Kann ich dir denn trauen? Welche Sicherheiten habe ich? Gar keine. Nur mein Wort. Gut, ich helfe dir. Ich suche deine Familie, aber dann rückst du mit allem raus, was du weißt. Mein Wort darauf. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Sie sind nach Neumond verschwunden. Wie von Schatten verschluckt. Was meinst du mit verschwunden? Genau das. Ich bin eines Morgens aufgewacht und sie waren weg. Hast du sie schon gesucht? Ich habe sofort Männer losgeschickt. Bodenbretter rausreißen, um versteckte Kornsäcke zu suchen, können sie wohl. Nach lebendigen Menschen suchen ist eine andere Sache. Außerdem, Velen besteht nur aus Sumpf und Wald. Nichts als Schlupfwinkel. Wenn man jemanden verstecken will, ist man hier goldrichtig. Dieser Ort muss schwierig sein, wenn es sonst keine Frauen gibt. Dieser Ort? Was soll das heißen? Es hat ihnen an nichts gefehlt. Fasan zum Abendessen, blaue Schleifen. Die Frage ist eher, ob sie zu viel hatten. Alles, was sie wollten. Ich dachte an deine Männer. Die haben deinen Frauen auch wirklich nicht zugesetzt? Sie sind allesamt Hurensöhne, aber sie wissen, was sich gehört. Sehe einer meiner Frauen auch nur schief an, würde ich ihn schlachten wie einen Hund. Vielleicht wurden sie entführt. Habt ihr Feinde? Höchstens taugenichtse und wütende Bauern. Niemand würde sich trauen, auch nur einen Finger gegen uns zu erheben. Wer das getan hätte, läge schon lange im Staub. Gab's was Ungewöhnliches, ehe sie verschwanden? Änderungen im Verhalten? Seltsame Aktionen? Ungewöhnlich? Nein. Ein paar Bauern klagten, dass eine Frau beim Brunnen von einer Bestie zerrissen wurde. Das war schon die zweite. Nichts Neues für Velen. Ihr gewöhnt euch schnell an zerrissene Frauen. Anna war still wie immer. Tamara war mit ihrem Kram beschäftigt. Auch wie immer. Ich muss noch viel mehr wissen. Kann ich ihre Zimmer sehen? Wozu? Ich brauche Hinweise, Anhaltspunkte. Ich lasse keinen Fremden an ihre Sachen. Das ist clever. Soll ich sie finden oder nicht? Ja, schon. Dann lass mich dorthin. Gut. Aber ich gehe mit. Die Türen sind ohnehin verschlossen. Ach ja, wir sind ja noch überfüllt mit Kram von unseren Eskapaden. Meine Tochter liebte Tiere, als sie noch klein war. Einmal sah sie einen Hirschkopf an der Wand. Und was fragte sie da? Keine Ahnung. Papa, ist der Rest vom Hirsch auf der anderen Seite? Stell dir das nur vor. So eine Trophäe. Das arme Schwein, das ihr was antut. Ich zieh ihm die Haut bei lebendigem Leib ab. Mir erzählt er. Hier ist es. Verdammt, sie klemmt schon wieder. Unsere Schlafkammer. Tamaras Zimmer ist dort. Ja, fangen wir mal Bring hier aber an. Nichts durcheinander. Bei ihrer Rückkehr soll alles so sein, wie sie es verlassen haben. Ein Kerzenleuchter aus Holz. Der Schaft ist gebrochen.
Noch mehr Kram zum Sammeln. Und was für Kram gleich, Sapperlot. Da ist ja die Bezahlung, sehr schön. Schnittblumen. Er erwartet sie jederzeit zurück. Oder hofft es. Die Wand sieht anders aus. Hier hing etwas. Das Bild, die Größe stimmt. Die Wand sieht anders aus. Ja, das war anders schön. Hier hing etwas. Das Bild, die Größe stimmt. Ja, dann schauen wir doch mal, ob das Bild dahin passt. Der Baron und seine Frau. Sie sehen glücklich aus. Was ist das? Aha. Wer wohl das Loch verborgen hat? Und was auf der anderen Seite ist? Es wird interessant. Das Holzstück sieht aus wie der Schaft eines Kerzenleuchters. Das ist kein Zufall. Hier könnte der Kampf stattgefunden haben. Ich muss nach Hinweisen suchen. Kratzspuren. Tiefe Kerben. Geschlagen mit einem schweren Gegenstand. Der Rest des Leuchters. Und Weinflecken. Jemand hat eine Flasche zerschlagen. Aus Toussaint. Ja, Hervelus. Der Geruch ist noch da. Bin gespannt, wo er mich hinführt. Wein kann er auch noch. Wow. Ah, wir können jetzt dem Geruch folgen. Ich brauche einen guten Fick. Wie bitte? Hallo, Anstand hier, bitte. Schauen wir erstmal noch, was es hier gibt. Räuchermittel und ein alter Schlüssel. Wow. Ich frage mich, was er öffnet. Ich wollte Anis, eigentlich nur Sandelholz und noch etwas. Safran? Mach den Kuchen gelb. Eigentlich wollte ich nur wertvollen Kram haben, aber wenn wir jetzt noch schöne Sachen finden, warum nicht? Oh je, schon wieder so viele Bücher. Ich weiß nicht mehr, wo wir die alle gefunden haben. Doch, weiß ich noch, wir hatten die alle eingesammelt. In dieser Bibliothek von Tim Lord. Naja, warum nicht? Aber interessieren tut uns hauptsächlich das hier. Wir sind eher wie eine Familie. Wir unterstützen einander, wir helfen uns, schwere Momente durchzustehen und mit der Vergangenheit zurechtzukommen. Denn eine Vergangenheit hat jeder von uns. Du musst dir also keine Gedanken machen, dass jemand in deiner herumstochern könnte. Wir haben eine Regel, nie mehr erfragen, als jemand von sich selbst preisgibt. Die Vergangenheit zählt nicht bei uns, nur die Zukunft und unser gemeinsamer Kampf gegen das Böse und die Verderbtheit, gegen Perversion und verabscheuungswürdige Praktiken aller Art. Tja, wurde jemand angeworben, ha? Sehr schön. Also, wir haben auch von hier aus diesen Geruch, dem wir folgen sollen. Und im Idealfall führen beide Gerüche in die gleiche Richtung. Mist, hier ist Schluss mit der Spur. Vielleicht finde ich was anderes. Mit der einen, oder? Die andere müsste doch trotzdem noch irgendwo bestehen. Natürlich. Bam, 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 bam. Doch hierher geführt, oder? Warum finde ich jetzt hier nichts Rotes mehr? Oder plünderbaren Kram? Nilfgaardische Forderungen. Philipp Strenger. Aha, aha, aha. So was. Nö, hier sind wir wohl falsch. Aber hier ist dann noch so eine Geruchsfahne. Achso, die geht nur weiter runter, oder wie? Ja, tatsächlich.
Schauen wir doch mal, wo die noch hinführt. Im Schneckentempo, da überladen. Hol den Sonderling raus! Ich glaub, der Sonderling schläft. Na und? Also musst du jetzt gehen und ihn wecken! Meinst du, dass wir mit dem reden? Was willst du, Mann? Na, na, na! So viel wunderbares Zeug. Ihr seht das ja nicht, also kann ich mich hier austoben. Zwergenschnaps, köstlich. In die unteren Fässer komme ich nur nicht ran, okay. Gut, ihr habt nichts gesehen, Männer. Wo führt das noch hin hier? Wache des Barons. Tür ist äußerst wachsam, ja, das stimmt allerdings. Super Typ. Wenn wir schon überladen sind, dann wird der richtig. Was haltet ihr davon? So, jetzt schauen wir mal. Da unten ist noch ein Kistchen. Aber hier verliert sich der Geruch wohl. Ach, da ist eine Tür. Meine Güte. Ja, wer Augen im Kopf hat. Abgeschlossen, Gott sei Dank, haben wir ja den Schlüssel gefunden. In unserer grenzenlosen Neugier. Es lohnt sich schon, hier alles einzusammeln, glaube ich. Hallo. Ein Brief. Eine Kerze. Ein Gebet. Jetzt aber. Ewiges Feuer, dass du unsere Herzen erleuchtest und uns Licht schenkst. Gib uns deine Wärme. Bla bla bla, Schicksal erfüllen, alles klar. Ein Altar. Das ewige Feuer hat also auch Velen erreicht. So, den Raum drüber. Ja. Na dann, auf. Ach, Geralt, wenn du nicht so voll beladen wärst. Hast du gerade gefurzt? Du Sau. Hier ist auch nicht viel. Muss ich jetzt wirklich wieder ganz nach oben? Nein. Ich hab bestimmt unten was übersehen, oder? Das ist auch schön, wenn jemand seinen eigenen Soundtrack hat. Hier ist auch nicht viel los, ne? Nein. Den Raum vielleicht? Schauen wir mal. Hier sind noch mehr Fässer, das ist gut. Aber ansonsten leider nichts, was irgendwie interessant sein könnte. Kandelaber haben wir noch gefunden. Sind hier sonst wirklich nichts mehr? Tatsache. Na, in dem Fall müssen wir wohl wieder nach oben. Ich sehe gerade, dass es hier eine Truhe gibt. Mit ein klein wenig Glück kann ich zu der Truhe irgendwie hin. Dann könnte ich da mal ein paar von den überflüssigen Sachen reinschmeißen und wir könnten wieder rennen. Das wäre mehr als cool. Also er unten ist ja mein größter Freund hier. Furzt, spuckt, macht was er will. Und er war der Furzer, alles klar, super.
Ich glaube, wir kommen mit der Truhe. Das wäre ja großartig. Ciri war also hier. Ja. Wunderbar. In dem ganzen Zeug. Wie viel da wohl reinpasst, wir werden es erfahren. So, jetzt sind wir wieder hier entlastet. Wir haben immer noch 41 von 60 Plätzen belegt. Auch das hier so viel Gewicht? Tatsächlich, das hat auch Gewicht. Egal, das lassen wir jetzt aber erstmal hier, würde ich sagen. Wir könnten mal schauen. Ah, das hat kaum Gewicht, diese Währung von anderen Ländern. Den ganzen Plunder können wir eigentlich mal hier lassen. Ziegenfälle. Ah, lass uns alles einfach mal hier, wir werden sehen. So, jetzt haben wir wieder 30 Plätze frei. Die Fälle sind noch einigermaßen schwer, die können wir alle mal da reinlegen. Gut, soweit so schön. Ich hoffe wirklich, dass alle unsere Lager zusammenhängen. Ansonsten müssen wir uns gut merken, dass jetzt hier eine Menge Kram liegt. Die natürliche Unklarheit von Flüchen von Lydia von Bredewort. Wo hatte Ciri das her? Von Lydia von Bredewort. Also, Schullektionen, die er dann schon längst verinnerlicht hat. Eine Widmung für den Baron und seine Frau. Offenbar hatten sie hochrangige Freunde in Vysima. Ein Kreisel. Spielzeug von Gretka. Wir haben also eine Sidequest gefunden. Oh, hallo. Die müssen Ciri gehört haben. Offenbar hatte sie es eilig zu verschwinden. Gut. Jetzt, da können wir wieder spurten. Jetzt geht das schneller hier. Ja, lieber Bam Bam als Pups. Ich bin auch dafür. Du siehst ja fertig aus. Danke. Ich fasse das mal als Kompliment auf. Ah, waren wir hier hinten vielleicht noch nicht? Finden schon wieder Kram. Super. Hallo, hier waren wir noch nicht. Ganz schön hässlich, die Puppe. Das ist eine, in die man Nadeln steckt, um jemandem weh zu tun. Ist die Frage, ob das jetzt unten was Neues getriggert hat oder ob wir noch einen Hinweis suchen. Schauen wir mal. Wir suchen offensichtlich noch einen Hinweis. Nur Gesindel. Hätte man auch drauf kommen können, da hier die Quest noch nicht alles abgeschlossen markiert wurde. Super. Ich neige da ja dazu, ab und zu ein wenig blind zu sein, wenn ich ehrlich bin. Oder muss ich ihn jetzt erst noch im wahrsten Sinne des Wortes mit der Nase draufstoßen, dass er dem Geruch folgen muss? Wohl nicht, oder? Hier geht's doch nichts mehr.
Der stinkt wie eine nilfgaardische Leiche. Voll freundlich und so. Wir haben immer noch das Brettchen hier. Ach Gottchen, er hat das vorher einfach nur nicht angenommen. Okay, wunderbar. Fichtenholz. Riecht nach Wacholderweihrauch. Wohl ein volkstümlicher Schutztalisman. Die Frage ist, wogegen soll der schützen? Mehr werde ich hier wohl nicht finden. Na, so, Chef. Suche beendet? Ich habe in Tamaras Zimmer eine Puppe gefunden. Was kannst du mir darüber erzählen? Hä? Was kann denn an einer Puppe so interessant sein, Hexer? Sie wurde vielleicht für schwarze Magie benutzt. Wo hat Tamara sie her? Schwarze Magie? Bist du noch zu retten? Die hab ich gemacht. Wir waren in Vysima, als Tamara 4, 5 Winter zählte. Da sah sie die Zauberin Triss Merigold und wollte unbedingt eine Puppe haben, die genauso aussieht wie sie. Wow, solche Sachen konnte ich mir damals nicht leisten, also habe ich ihr selber eine gemacht. Ja. Das soll also Triss sein. Ja, jetzt sehe ich es. Seltsam. Sieht genau aus wie sie. Nicht wahr? Der Zahn der Zeit hat an ihr genagt, aber sie ist immer noch beeindruckend. Dann hast du ja was in der Hinterhand, wenn es mit Nilfgaard nicht läuft. Ich habe Kampfspuren gefunden. Weißt du etwas darüber? Kampfspuren? Wovon redest du? Jemand ist angegriffen worden. Vermutlich deine Frau oder deine Tochter. Die Person hat versucht, sich mit einem Kerzenleuchter zu verteidigen. Hat ein Loch in die Wand geschlagen. Gekämpft wurde auch. Davon weiß ich nichts. In der Nacht war ich betrunken. Geiler Typ. Weiß nichts mehr. Als ich aufwachte, waren sie fort. Ihr wart ja nicht alleine in der Burg. Hat einer deiner Männer was gehört? 3-mal habe ich diese Hundesöhne gefragt, ob sie was gehört oder gesehen haben. Aber nichts. Keiner von ihnen. Gut, der eine hat geschlafen, der andere hat lauter gefurzt, als irgendwer sprechen kann. Also ich bin mir sicher, dass sie nichts gehört oder gesehen haben. Der ganze Treppenabsatz riecht nach Wein. Was kannst du mir darüber sagen? Muss einer der Jungs gewesen sein. Alles Säufer. Du gibst deinen Männern Ervelys? Oh, verdammt. Ich kann ihn auch selbst verschüttet haben. Ich hab dir doch gesagt, dass ich in der Nacht voll war. Welche Rolle spielt's? In der Burg riecht es doch überall nach Wein. Klingt köstlich. Kennst du dieses Amulett? Ja. Anna trug es seit einiger Zeit. Weißt du, woher sie es hatte? Nein. Gibt es Hexen oder weise Frauen in der Gegend? Einen Weideler in der Nähe von Schwarzzweig. Und eine weise Frau in Mittelhain. Aber über die weiß ich nicht viel. Sie wohnt noch nicht lange dort. Hätte Anna so jemanden gebraucht, wäre sie zum Weideler gegangen und nicht zu der Frau. Bei Fremden war sie vorsichtig. Na denn, haben wir eine neue Adresse. Ich sollte mit diesem Weideler reden. Sei gewarnt, er ist schwierig. Angeblich hat er seinen Vater als Kind mit einer Axt erschlagen und ist dann verrückt geworden. Jetzt soll er Geister sehen und seine Ziege vögeln. What? Seine Hobbys interessieren mich. Der Schweizer? Ich will ihn nach dem Amulett fragen. Überall nur Gesindel. Okay. Dann können wir mal noch schauen. Wir haben, glaube ich, hier noch Quests in dem Häuschen. Ciris Fußstapfen. Können wir mal schauen, ob wir da noch Tipps in dem Häuschen suchen müssen. Aber ich glaube nicht. Das schaut tatsächlich nicht so aus. Wir haben aber auch noch keinen anderen Marker dafür. Also bedeutet es vermutlich, wir müssen einfach nur der Hauptquest, also den anderen Quests folgen. Dann wird uns früher oder später sowas wie ein Hinweis zugespielt. Gut. Dann könnten wir noch zusehen. Familienangelegenheiten, den Weideler finden. Finde die Hexe auf eigene Faust. Der Rest ist in Novi gerade Nebenquest. Wildes Herz, sprich mit dem Jäger. Geh zur Küche und sprich mit Gretka. Das könnten wir noch machen, bevor wir das Schloss verlassen. Wo ist denn die Küche? Wohl ganz in der Nähe. Unterhalb. So, Dicker, du bist im Weg. Du bist im Weg.
Petka. Juhu. Tötest du die Monster? Alle? Was machst du? Du bist also Gretka. Genau. Und du bist Geralt. Woher weißt du das? Weil du weiße Haare hast und ein Medaillon, das wie ein Wolf aussieht. Ciri hat mir von dir erzählt. So ein Plappermaul. Du und Ciri habt wohl viel geredet. Oh ja. Hat sie gesagt, wo sie hin wollte oder was sie hier gesucht hat? Sie hat gesagt, dass sie nach dir und nach einer Zauberin sucht. Aber du bist hier, also hat sie dich wohl nicht gefunden. Ich frag mich, ob sie ihrem Freund geholfen hat. Ciri wollte einem Freund helfen? Weißt du, wer das war? Was meinst du mit wer? Ihr Freund. Sie sagte, er wäre in Schwierigkeiten und sie müsste ihn retten. Ciri hat also einen Freund. Weißt du, wo Ciri ist? Nein. Einmal habe ich ihr Frühstück gebracht und da war sie weg. Der Baron hat mir gesagt, dass sie gegangen ist. Hast du nicht gefragt, wo sie hin ist? Doch, aber er meinte, ich wäre zu klein und würde das nicht verstehen. Aber Ciri hat mir ein Geschenk dagelassen. Ein Geschenk? Yay. Ja, das hier. Ein grünen Stein. Ein richtig schönes Geschenk. Versteck ihn gut, zeig ihn keinem. Er ist sehr viel wert. Erkennst du das? Mein Kreisel? Wo hast du ihn her? Ich habe ihn in Ciris Zimmer gefunden. Gehört er dir? Naja, mein Ciri Kreisel, hat ihn für mich gemacht, als ich traurig war. Wir haben manchmal in ihrem Zimmer gespielt. Schade, dass sie gehen musste. Danke, Petra. Viel Spaß. Aber ich spiele nicht. Ich helfe. Ja, du bist super. Schwalbe. Schwalbe. Dornengestrüpp. Gut. So weit, so schön. Was haben wir? Finde die Hexe. Aha, die Quest hat umgeschwenkt. Das wollen wir erstmal nicht. Wir möchten, glaube ich, erstmal Familienangelegenheiten klären. Würde ich sagen. Und den Weidaler suchen. Aber das ist eine Aufgabe fürs nächste Mal. Ich verziehe mich wieder in mein Zimmerchen, beziehungsweise in Ciris Zimmerchen. Da habe ich jetzt eine Menge Kram in der Truhe. Ich denke, ich werde dann mal, während ich nicht aufzeichne, die Zeit nutzen und bei einem nahegelegenen Händler, den es hoffentlich gibt, versuchen, das Zeug zu verkaufen. Wir werden sehen. Wenn ich beim nächsten Mal immer noch total überladen bin, hat das nicht geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich sage an der Stelle wie immer danke fürs Zuschauen. Habt noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.